Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls und dem Beagle. Wir sind hier mit dem kleinen Jungen unterwegs. Er will uns angeblich zu unserem Zielort bringen. Ich hoffe, das klappt auch alles so, wie Jody sich das vorstellt. Ich folge ihm einfach mal. Ich glaube, der hat mehr Ahnung als ich. Ich meine, ich glaube, er hat schon deswegen mehr Ahnung als ich, weil er das hier jeden Tag macht. Jody! Immer dem Jungen hinterher. Okay. Alter, was geht hier tagsüber denn bitte ab? Der kennt hier die smoothen Abkürzungen. Sehr gut. Jody? Wenn wir die. Jody! Sie will nicht in die Tür reingehen. Türen, das ist für sie wohl echt schwer. Wenn der Kleine rennt, renne ich am besten auch. Was war das denn für eine Scheiße? Sorry. Dafür kann ich heilen. Alles gut. Das war nur natürlich dementsprechend viel anstrengender. Das mit dem Schutzschild, das klappt halt einfach nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Das ist mir schon in dem Haus aufgefallen, als ich Elise oder wie sie Elise oder Eliza oder wie sie heißt retten wollte, The Tuesday. Das hat auch nicht sonderlich gut funktioniert. Jody, renn doch bitte einfach mit dem Kleinen. Ich habe das Gefühl, da fehlt mehr Ahnung. Der Kleine ist echt smooth unterwegs. Dass sich Ryan noch keine Sorgen macht. Es sind nur zwei. Geht sie los? Ja, bin dabei. Alter. Ich weiß يبدو اننا سنتلقى Leute, es funktioniert nicht. Ich bewege den Stick so wie ich es möchte und es سأجعل ذلك الأمور سهلة. Okay, sorry, dass ich so schweige. Ich Der Kleine ist ziemlich sportlich unterwegs. Das sieht keiner.
ganz ruhig, Ei. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Entschuldigung, Jody. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuzabi, ey, Aza. Jetzt habe ich meinen Job ruiniert, ne? Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkino Nien Paga Wilajanibuki. Hasta Chiu Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber. Du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Obwohl man es nicht versteht, versteht man es irgendwie doch schon so ein bisschen. Du schaffst es, Kleiner. Ich bin zuversichtlich. Hm. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Wo könnte er denn gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Wo muss ich hin? Hier vielleicht. Ihr gebt dem Orientierungsbügel so eine Aufgabe. Ist es euer Ernst?
Das ist gut. Das heißt nämlich, wo. Ich wollte gerade sagen, wo Menschen da bin ich richtig. Jodie? Danke. Ah, ich bin schon richtig. Jodie. Nee, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Finde ich gut. Ey, das ist witzlos. Leute, das ist richtig witzlos. Was stellen die sich hier eigentlich vor? Ich habe nicht viel Zeit, sagte sie. Jetzt bin ich wieder hier. Geil. Wirklich geil. Meine einzige Orientierung sind die beiden Typen, die ich umgebracht habe. Und sonst habe ich gar keine Orientierung. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Verfluchte Scheiße nochmal. Wo? Das kotzt mich gerade richtig an! Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Okay. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist er. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Salim. Scheiße. Was macht er hier? Wenn er draußen bleibt, sollte es gut gehen. Irgendwas sagt mir. Dass das. Ja, was ist meine... Ja, was soll ich denn machen? Nein, man darf uns nicht bemerken. Ja, was soll ich denn machen? Oh Leute, ich finde das gerade ein bisschen sehr ätzend. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gut. Such eine Waffe. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Wetten, das war sein Vater. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Wie denn? Ach, diese Tür. Der Kleine wird uns so richtig hassen jetzt. Bitte keine DNA da lassen.
Okay. Sorry, Leute. So, es hatte nämlich geklingelt und ich musste sowieso den Controller austauschen. Der andere war fast leer. So, dann wollen wir mal. Machst du jetzt echt ein Foto davon? So. Ich behaupte, jo, scheiße. Scheiße. Leute, ich habe gelesen, dass das von 8 bis 23 geht, also bei ihr. Das heißt, sie ist da vielleicht 20 oder so. Fuck, wir müssen weg von hier. Mich mit Aiden nicht heilen. Igel frei! Bitte sofortige Abholung! Hört ihr mich? Bestätigt Abholung! Jodi, hallo. Jodi, was denn? Jodi! Ah, komm doch, steh doch auf. Ich hab doch das Bein geheilt. Leute, ich hab das Bein geheilt. Jodi, was denn? Leute, ich hab das Bein doch geheilt. Ich hab das Bein geheilt. Thank you.
Alter, der kriegt die mit zusammen, also... Irgendwas sagt mir, ich habe den Guten da ausgeschaltet. Wäre aber auch nichts Neues, wenn die CIA oder sonst wer sich meint, da so einmischen zu müssen. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Na klar. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Sind das nicht die Klamotten, die sie auf der Flucht anhat? Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Ich hab sie doch geheilt. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Du musst Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Du musst Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Brian. Jody! Fuck! Also, ja, ich gehe mit, dass das scheiße war, aber das war schon eine sehr überzogene Reaktion, ne? Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass...
vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. So, mal sehen. Ryan geküsst. Ja. Der Eingreifung gekommen. Ja. Waffe genommen. Ja. Auf dem Dach gerettet. Ja. Zur Kathedrale geschlichen. Ja. Am Kontrollpunkt entdeckt worden. Ja, da sind aber 80% entdeckt worden. Interessant. Ein nicht entdeckter Weg. Okay, interessant. Anderer Schand. Wir haben nur noch 2 Minuten, Leute. Ich glaube, es lohnt sich, nicht hier weiterzumachen. Aber gut, jetzt wissen wir, wie das dazu gekommen ist, dass Jody nicht mehr beim FBI ist, CIA ist. Ich hatte schon sowas vermutet, dass der Typ nicht der eigentliche Böse in dem Sinne ist. Aber dass es direkt so schlimm ist, wow. Recht hat Ryan, dass Jody den nicht getötet hätte, hätte sie die Wahrheit gewusst. Dass Jody sich verraten fühlt. Ich verstehe das. Aber aus einem Flugzeug zu springen oder einem Helikopter zu springen, ist trotzdem eine ziemlich überzogene Reaktion gewesen. Sie hat auch danach etwas entspannter abhauen können bei der CIA, muss man einfach sagen. Sei es drum. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das mit Ryan. Das Ding ist, ich weiß halt nicht. Ich glaube halt nicht, dass alles bei ihm gelogen war. Ich glaube halt, dass er der klassische, typische CIA-Agent ist, der relativ viele Befehle ausführt, ohne Fragen zu stellen. Und das ist ja genau das, was die eben auch wollen, wenn die einen Agenten haben. Daher finde ich sogar eher, dass Jody wenig in dieses CIA-Konzept reinpasst, weil sie stellt halt Fragen, was Ryan nicht tut. Und es ist halt die Frage, ob das, was da jetzt passiert ist, bei Ryan für Umdenken sorgt. Das will ich noch nicht mal ausschließen, wenn ich ehrlich bin. Es kann gut sein, dass er da jetzt sich vielleicht was zu Herzen genommen hat. Vielleicht aber auch nicht, dann war das halt ein schöner One-Night-Stand und gut ist. Ich nehme mal an, wenn nichts gelaufen wäre, hätte ich ihn auch nicht geküsst. Wie sie halt drauf gekommen ist, dass, also ich muss sagen, das fand ich jetzt eine sehr doch mädchenhafte Reaktion zu sagen, weil du mich das eine Mal angelogen hast, war auch alles in dem Apartment gelogen. Er kam ja noch nicht mal dazu, auch nur irgendwas zu sagen, weil ich muss ihm in dem Fall recht geben, dass die Angst abzustürzen ein bisschen größer war, als mit ihr darüber zu reden, ob das in dem Apartment jetzt echt war oder nicht. Aber hier hat man einfach auch nochmal deutlich gesehen, dass sie Aiden gar nicht so wirklich unter Kontrolle hat, also dass Aiden auch von ihren Emotionen geleitet ist. Unabhängig davon, ob er jetzt eigenständig entscheidet, Mist zu machen, weil er vielleicht eifersüchtig auf irgendjemanden ist, passiert es ja auch regelmäßig, wenn Jody ausrastet, dass es auch nicht funktioniert, dass Aiden dann auch nicht kontrollierbar ist. Und das interessant ist eigentlich, daran merkt man auch einfach diese Co-Abhängigkeit zwischen Jody und Aiden. Sehr, sehr interessant das alles. Jetzt wissen wir auch, wie wir quasi dahin gekommen sind, wo wir hingekommen sind. Also ihr Lieben, dann schauen wir mal, wie es das nächste Mal weitergeht. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich habe nicht erwartet, dass das Spiel mich in der Form mitnimmt.
nicht nachdem mich die Prämisse des Spiels ein bisschen abgeturnt hatte, als ich gehört habe, es geht darum, dass Jodie eine Existenz neben sich hat, schon seit ihrer Geburt und dann CIA-Agentin ist und. Das hatte mich beim reinen Durchlesen des Plots überhaupt gar nicht abgeholt. Spielen tut sich das allerdings ziemlich spannend. Und ich finde es auch interessant, einfach zu sehen, wie viel Prozent welcher Leute ja was gemacht haben. Der unentdeckte Weg lässt mich jetzt natürlich nicht los, aber sei es drum. Okay, also, ich würde sagen, habt einen schönen Tag und haut rein.